mit einer überwältigenden Mehrheit von 42% hatten wir selten so ein eindeutiges Ergebnis. Gewinner des Kalle 2023, euer Spieler Alexander Lipinski! Kalle übergibt den Kalle. Der Kalle übergibt dir den Preis. So, schönste 5 Preis aller Zeiten. Danke dir, Kalle. Bitte schön. Danke, danke. Danke dir, Kalle. Würdiger Preisträger? Ja. Wunderbar. Hättest du den auch genommen? Ich hätte Schuhe genommen. Falsche Antwort. Aber trotzdem, herzlichen Glückwunsch, Alex. Bedeutet dir das was? So, jetzt bloß auch nicht was Falsches. Doch, auf jeden Fall. Ja, dankbar dafür. Aber ja, die Saison war nicht so, wie wir es erwartet haben. Von daher ist es nur ein Wort erstmal. Aber ich hoffe, nächstes Jahr können wir mit dem Aufstieg weitermachen. So, ist ja mal was Neues, denn bisher ist der Kalle-Gewinner immer gegangen. Dich sehen wir nächstes Jahr immer noch bei uns, oder? Ich bin nächstes Jahr noch hier, ja. Ja. Oh, eine Tradition gebrochen. Der Fluch ist auch gebrochen. So, die Ostboten haben noch den obligatorischen Kalle-Schal. Es gibt immer nur 4 Stück. Ja. Alex, herzlichen Glückwunsch. Danke dir. Verdienter Gewinner. Im Namen von allen Ostboten. Und in dem Moment geht auch der Dank und die Grüße nach oben an den Staudi, den wir vor 3 Wochen verloren haben. Er hat uns mit begleitet. Das Herz steckt drin. Und ja, vielen, vielen Dank. Bleibt gesund. Danke. So, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank, lieber Kalle. Bleib uns lange, lange erhalten. Wir müssen vom Platz runter, denn die Jungs wollen noch Fußball spielen. Vielen Dank. Und wir sehen uns nächstes Jahr spätestens zur nächsten. Krefelder FC Uerdingen, 1905 geboren. Unsere große Liebe, der wir unsere Treue schworen. Seitdem jedes Spiel dabei, ob auswärts oder heim, sing ich für dich 1000 Lieder, denn du bist mein Verein. Du bist die Macht vom Niederrhein, ja, du bist mein Verein. Ole, ole, KFC, wir stehen hinter dir, so wird es sein.